Moin Moin, herzlich willkommen Freunde zu einem neuen Stream am Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ich hoffe auch, ihr freut euch jetzt auf die TMFL. Wir fahren heute das dritte Rennen für die TMFL. Dann wollen wir doch mal hier in die Standings reinschauen und gehen mal zuerst in die Division 7, wo es mich reinplatziert hat. Und siehe da, wir sind auf Platz 9. Let's go. Richtig cool. Wir haben uns mit unserem 11. Platz am letzten Rennen in der Qualifikation, wie auch im Rennen, ordentlich Punkte herangeholt und sind jetzt nur noch 42 Punkte von der Spitze entfernt. Ja, das, ich find's gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein, ja. Und heute kann ich mir gut vorstellen, dass das ein geiles Game wird. Heute bin ich gespannt, die Strecke, alles drum und dran, die scheint schon richtig, richtig nice zu sein. So, das heißt, 9. sind wir bei uns in der Liga. Und jetzt gehen wir noch auf die Division 6. Na, musst du nicht. Doch, da gehen wir mal rein und gucken mal, wo der Handicap steht. Mit seinem etwas missglückten Rennen. Division 6 ist der Holunder. Ja, der Holunder wird heute mitfahren mit Heidi Cat. Hier, Black Cat ist 10. Ist auch nicht schlecht. Und das auch nur. Du hast sogar. Ja, das frage ich mich auch. Du hast sogar nur 32 Punkte auf Platz 1. Ja, bei der Division 6, da muss man nicht so oft fahren. Wir fahren alle nur jedes zweite Rennen. Ja, so wie dein letztes Rennen war, kann man das durchaus unterschreiben. Machen wir groß. So, dann gucken wir uns mal den Trailer für heute an, würde ich sagen, Freunde. Gehen wir mal rein. So. Okay, ein paar Mühlen sind dabei heute. Timeless Hills heißt die Strecke auf jeden Fall. Oh, Heidi, das ist ein teils offen, teils geschlossener Track. Okay. Ja. Ich habe mir da eigentlich schon immer gedacht, der ist komplett geschlossen. Oh, da hat es wieder fette Curbs auf jeden Fall. Oh, Freunde. Das wird wieder fancy. Nice. Race dry. Race dry. So, willkommen im Regen von Holland, würde ich fast sagen. Es regnet und das wird, glaube ich, richtig fancy heute. Du hast, alter Falter. Also du gehst sofort in den Drift in manchen Kurven und es ist ziemlich schwierig zu kontrollieren, um ehrlich zu sein. Und das wird richtig wild. Aber wir haben ja jetzt 20 Minuten, um uns daran zu gewöhnen, so ein bisschen. Noch kenne ich die Strecke nicht. Aber auch Zwielicht sagt hier im Chat, das wird mal richtig sick. Und ja, absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Das wird absolut geisteskrank. Okay, ich bin schon mal nicht der Einzige mit dem Problem. Also krass hart einlenken wird schwierig. Jeder Tastaturfahrer wird Probleme kriegen, meiner Meinung nach. Oh, sobald du ab einem gewissen Punkt wird's direkt weggezogen, das Heck. Das ist krank. So. Boah, Start und Ziel ist auch heftig hier. Soll der Regen das jetzt auch überbleiben oder klar das wieder auf? Ich habe keine Ahnung. Ich wusste selbst nicht, dass hier Regen kommt. Dass wir im Regen fahren. Also. Boah. Ich würde das jetzt nicht als unfahrbar deklarieren, aber es ist schon sehr anspruchsvoll. Offen und ehrlich. Also Solo Climber schreibt, dass der Regen das Rennen überbleiben soll. Dann bin ich mal gespannt. Boah.
Also Chat, ich denke, das wird ein sehr spannendes Rennen und jeder, der hier die wenigsten Fehler macht, wird vorne dabei landen. Bin ich davon überzeugt. Damit ist die sechstbeste Zeit. 1:12 ist die sechstbeste Zeit. Oh mein Gott. Wenn ich das so durchfahren kann mit dem Releasen, dann und kaum anecke und kaum Fehler mache, könnte das heute tatsächlich die Top 10 werden. Nice. Okay, 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 okay. In Div 1 driftet auch einer. Keiner mehr manuell. Okay. Ich sehe schon. 1:03,2 ist Weltrekord. Ich mach gleich 1:02, pass auf. Achtung. Ich achte. Es wird aber, glaube ich, echt eine gute Runde. Wahrscheinlich nicht so gut wie deine, trotzdem. Also ich könnte mir vorstellen, dass Top 10 heute drin ist. So, meine erste kleine Runde. 1:12,2. Das war schlecht gefahren. Vierzehnter bin ich damit. Dammit. Und ich find's noch verwirrender, wenn vor dir jemand fährt. Also, ich habe ja hier die Autos an. Das ist natürlich für den Content. Für den Content, Freunde. Alles für euch. Aber es ist sehr verwirrend, wenn hier vor dir Autos fahren. Ich sag's euch, wie es ist. 15 Sekunden noch. Ich hätte noch wohin gehen sollen. Also es ist ein krankes Rennen auf jeden Fall. Und releasen wird es sein. Releasen wird es sein. Freunde, das wird wild. Also, zur Quali ist anscheinend kein Regen erstmal. So, let's go. Ey, das fühlt sich jetzt echt wieder komisch an irgendwie, oder? Fürs Quali machen wir mal die Jungs hier aus. Es fühlt sich... Oh, scheiße. Fühlt sich mega komisch an. So. Es ist halt einfach kein Regen, Chat. Unfassbar. Ich fahre in die falsche Richtung. Ich Genie. Das ist tatsächlich grandios. So. Ich fahre in die falsche Richtung. Alter. Aber ey, ich bonke jetzt gerade auch die ganze Zeit, weil irgendwie lässt sich's voll schwer lenken gerade. Jetzt wieder. Es ist halt wieder komplett anders wie zuvor. Also ich glaube, die Strecke ohne Regen wäre mega cool gewesen, aber der Regen macht auch so ein bisschen den Fun aus jetzt heute, glaube ich. So, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt reisen können. Let's go. Und let's go, Chat. Quali-Runde. So, möglichst ohne Fehler.
war schon mal so schlecht, Mann. Oh mein Gott. Also meins war auch alles andere als gut. Bin ich ehrlich. Heide Witzka. Und was wird's? Eine 1-8. Siebter sind wir geworden. Das gab's schon mal auf jeden Fall gut Punkte. Vielen Dank fürs in Chat schreiben, Zwirlicht. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen testen, wie es denn hier bei Trockenheit abgeht. Ich denke, dass viele im Trockenen besser sein könnten als ich. Aber ich denke auch, dass im Regen ich vieles gut machen kann. Meiner Meinung nach. Ich hoffe, es wird so lange wie möglich regnen. Ja, weil ich glaube auch, dass das meine Chance sein wird, der Regen. In 12 Sekunden. Ein gutes Rennen wünsche ich allen drum und dran. Euch viel Spaß beim Rennen. Ich habe in den ersten 3 Kunden 20 Leute überholt, glaube ich. Außer die Anzeige hat am Anfang gepackt. Ne, ich glaube, das war die Anzeige. Das gibt es nämlich nicht. Jetzt haben mich erstmal alle überholt, weil ich eine Kurve scheiße gefahren bin. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeholt hier. Aber weißt du, was noch cooler gewesen wäre? So. Wenn wir das Training im Trockenen gemacht hätten und das Qualifying im Nassen. Oha. Muss dann jeder denken. Hä? Mein Game buggt. Ich glaube, dann hätte sich für nächste Saison keiner mehr angemeldet. So. 2 Plätze verloren in der ersten Runde. Nur 2, Respekt. Natürlich schon direkt was probiert hier. Oh, da hat es einen richtig weggejodelt, Freunde. Habt ihr das gesehen? Ich habe in der letzten Runde, glaube ich, 11 Plätze verloren. Ich bin nicht mal gebombt, aber ich bin nur slow. Na, no slide bekommen. Schade. Geht das Papa wieder gut? Nicht viel Benzin pro Runde, habe ich das Gefühl. So, ich fahre jetzt gerade über die Linie mit 83,5 durch 2. Mag das mal einer rechnen? Also die Differenz zu 100 durch 2. Sind 17 durch 2. 8,25. Das heißt 9 Liter pro Runde. Das heißt, ich kann 11 Runden fahren. Arsch mich, oder? Oder warte mal. Ich habe mich verschaut, das kann auch sein. Nee, ich verbrauche mehr wie 4. Aber ich verbrauche halt nicht 9.
Hä? 8 Liter pro Runde bis jetzt, sagt Zwielicht. Ich mal schauen, ich habe jetzt gleich meine vierte Runde beendet. Ich fahre so absolut Veganer, ich kann die Strecke gar nicht. Nein, ich bin ihm nachgefahren und gebonkt. So, ich habe jetzt 70 Liter nach 4 Runden. Ja, okay. Okay, dann brauche ich aber deutlich mehr als du. Verschaut. Als will ich meinen 8 Liter pro Runde. Ich vertraue jetzt mal Zwielicht. Wir haben jetzt praktisch 4 Runden komplett gefahren. 8, 16, 32. Ja, das kommt hin. Also 8 Liter pro Runde verbrauchen wir. Das heißt, wie viele Runden können wir fahren? 12. Ja, Bert Hubert wieder mit der schnellsten Runde. So, ich gewöhne mich langsam an, an unsere Strecke hier. Ah, mein erster Bock. Also ich bin jetzt im Trockenen so schnell gefahren wie vorher im Regen. Okay. Ich habe mein Handy wieder nicht auf lautlos gedreht. Mann. Okay, ich habe was zu tun in der Box. Vielleicht kann ich mir ja ein Penalty holen, dass ich mehr Zeit habe. Lol. Shit. Ah, weit außen gefahren. Also die beste Runde war bisher eine 1,6. Wieso tue ich eigentlich Reifen sparen? Das macht absolut keinen Sinn. Nein, das macht echt keinen Sinn. So. Die Kurve weiß ich noch nicht, wie ich die fahren soll. Bin ich offen und ehrlich zu euch, Chat. Sind wir aber schnell unterwegs gewesen gerade. Jetzt haben wir gerade 2 Leute weggemacht. Holy Guacamole, ey. Das war eine gute Runde, Chat. 1,5. Das ist crazy, 1,5. Ich glaube, ich bin einfach schlecht im TMFL. Kann das sein? Nee, glaube ich nicht dran. Oh, mich juckt's richtig an der Nase, Chat. Ja. Ist die so schnell? Kannst du mal ein bisschen. Ah, gebonkt. Sechster sind wir jetzt. Jetzt sind wir wieder Siebter. Also, wir haben die Pace auf jeden Fall für die Top 10. Safe.
Ja, ich hab's probiert. Okay, ich fahre jetzt über eine Sekunde schneller wie meine beste Runde. Aber bei 1,5 bin ich noch lange. So, die Reifen nehmen langsam ab. Ja, man merkt's jetzt. Kurve fahre ich deutlich schlechter als der Sechste gerade im Moment. So, 28 Liter haben wir noch. Die ersten schon in der Box anscheinend. Alter Falter, ey. Das mit den Reifen ist krank. Wenn die platt sind, ey, da ist echt wild. Der 6 hat gerade mega Fehler gemacht. So, ich vertraue einfach blind auf Zwielicht. 19,6 hatten wir jetzt hier. Boah, die Reifen, ey. Shit, angebunkt. Da müssen wir ja bei 11,6 landen gleich, wenn wir über die Ziellinie kommen. Ja, das reicht auf jeden Fall. Okay. Ja, wir brauchen genau 8 Liter gerade. Alter, wie ein LKW fahre ich hier durch die Kurven. Same. Das ist unfassbar, ey. Ah, ja, und jetzt gebonkt, ey. Krass. Heidewitzka. So, jetzt aber ab in die Boxengasse, ey. Ich hab gut auf das Bett. Oh, ich habe eine Linie zu früh schon abgebremst für die Box. Ich fahre auch lieber Sicherheits 100.
So. Also. 12 Runden können wir fahren. 8 Liter brauchen wir pro Runde. Wollen wir mal trinken? ...99,9. Habe ich getankt. Nice. Okay, ich glaube, ich habe keine einzige Position verloren oder gewonnen mit dem ganzen Boxen-Stop-Set. Also ich habe eine Position verloren. Okay, ich habe jetzt auch eine verloren, aber das mag auch daran liegen, dass ich schlecht gefahren bin. Man kann deutlich schneller fahren mit frischen Reifen. Ey. Also das ist wild. Vielleicht sollte ich früher in die Box. Also wenn ich 12 Runden fahren kann. Macht es Sinn, jetzt nur noch 10 zu fahren jedes Mal? Oder? Auf jeden Fall keine 12. Ja, das kann man sagen. Wenn ich jetzt 10 fahre, zweimal. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann wäre ich ja bei 32. Oh, nee. Das hat jetzt ordentlich gekostet hier. Shit. Oh. Okay, Rain is expected. Jetzt wird's spannend, Chat, gleich. Jetzt wird's vor allem spannend, ob ich wieder die schwarzen Quadrate bekomme. Oder ob die CERs dann nur deswegen nicht reingeladen haben. Weil ich schon im Regen gejoint bin. Okay. So, Pace ist da für 6. Platz, meiner Meinung nach. Ja, es wird dunkel, Zwielicht. Ganz schön dunkel sogar. Komm bitte, lass es sein, dass es funktioniert. Und vor allem ganz schön schnell wird das dunkel hier. Also ich habe hier einen heftigen Kampf um den 7. Platz gerade. Und es fängt an zu regnen. The track is starting to get slippery. Be careful. Ja, nein, das wird ein DNF bei mir. Ich habe wieder die Quadrate. Oh. Ja, wird ja nachher wieder besser. Also ich drück dir die Daumen. Nein, ich habe echt kompletten Blindflug. Also es ist grauer Bildschirm dann. Okay, also oha. Ja, also ich würde es trotzdem, wenn du es kannst, versuch's irgendwie. Es blitzt sogar. Also ich habe gerade den 2. wieder zurückgerundet. Just saying, ja, okay. Boys. Ich warte jetzt, bis der Ring aufhört. Nein! 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 Chat! Haben wir 2 DNFs? Nein! No way! Warte, das wäre nicht. Och, komm schon! Mach keinen Scheiß! Hab ich so runtergefallen? Ja, natürlich, da zwischen Zaun und die Strecke. Ja. RIP. No way. Kann passieren. No way. Das kann nicht wahr sein, Chat. Ja, da hinten ist Ecke. Da ist nix. Da geht nix.
Da geht nix. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das hätte mir so viel Spaß jetzt gemacht. Und ich kann es nicht fahren. Und wenn ich jetzt natürlich Respawn wäre B gewesen, ne? Wenn ich jetzt B drücke, ja, bin ich raus. Und ich bin der Meinung, ich hätte locker eine Top-10-Platzierung hier machen können. Ganz locker. Oh Mann, nervt mich das jetzt. Ich bin gerade so. Oh! Den vierten Platz jetzt beinahe auch genau da reingejietet, ey. Ja, 2 DNFs in a row finde ich jetzt auch nicht so geil. Das ist sehr, sehr bitter, was hier jetzt gerade passiert ist. Wenn ihr jetzt gleich guckt hier, danach der Links hat es mich sehr weit nach außen getragen und ich bin zwischen Zaun und Strecke da unten reingefallen. Das tut gerade sehr, sehr weh. Chat. Das tut richtig weh. Richtig weh tut das gerade. Die Pace war da, die Lap-Time war da, ich war gut drauf. Das wären gute und wichtige Punkte gewesen für die Liga. Das musst du richtig dramatisch zusammenschneiden. Es muss den Zuschauern von YouTube Tränen in den Augen drücken. Ich muss schon aufpassen, dass ich hier nicht meine. Ach, Mann. Naja, Chat. So ist es. Dann gehen wir mal ins Matchmaking rein, so ein bisschen. Ich meine, ein bisschen müssen wir uns jetzt hier abregen. Weil das ist echt... Abregnen? abregnen. Das finde ich jetzt schon echt traurig. Es tut echt weh, dass ich da rausgefallen bin jetzt. Die Strecke hätte ich gern gefahren, das macht super viel Spaß auf der Strecke. Ein Rennmodus, alles drum und dran. Die ganze Woche habe ich mich drauf gefreut. Chat, die ganze Woche. Naja, machst du nichts. Nein! 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 Chat! Haben wir 2 DNFs?